Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ihr seht, ich bin wieder mal unterwegs. Respektive, ich bin schon angekommen. In Steinhausen beim The Place, meinem Lieblingscoiffeur. Das Geschäft gehört in den beiden Michels und es ist der absolute Hammer. Ich habe es euch auch schon gezeigt. Heute bin ich wieder da für ein kleines Makeover. Es ist Zeit für meine Ansatzfarbe. Und plus haben wir etwas Neues vor. The Place bietet jetzt eine ganz neue, extrem haarschonende Extensions-Technik an. Die nennt sich Invisible Tape-In. Ich als ehemalige Coiffeuse wollte das natürlich einmal ausprobiert haben. Und freue mich drauf. Ich würde sagen, wir gehen mal schauen. Ich bin selber auch gespannt. Und ihr könnt auch gerade schauen, was das ist, wie das funktioniert und vor allem, wie das nachher aussieht. Ich sitze schon hier und jetzt sehen wir natürlich noch die paar Bondings, die hier drin sind. Bei den Bondings ist es so, es hat super viele Vorteile, man kann sie ganz gut zusammennehmen und nachher tun. Aber so ein kleiner Nachteil ist halt, wenn man sie nicht gerade durchstreckt, sieht man halt die einzelnen Strähnen. Das heisst, die paar Bondings, die da drin sind, kommen jetzt raus und dann geht's los. Und da sind meine neuen Haare. Ich freue mich schon, das sieht jetzt ein bisschen anders aus als Bondings. Man sieht, das sind so Tapes. Und die sind ganz dünn und fein und sind nachher in meinen Haaren fast unsichtbar. Darum heisst es auch Invisible Tape-Ins. Die Extensions sind von Bella Midas, das ist ein Unternehmen in Zug, also ein Schweizer Unternehmen. Und die kommen hier über beim The Place. Und das Coole ist, man kann die ganz einfach reinkleben. Man sieht schon hier oben den Kleber, der nachher natürlich im Haar verschwindet und eben invisible, unsichtbar wirkt. Und auch ganz einfach wieder zum Entfernen und halt viel, viel, viel gesünder für die eigenen Haare, weil es nicht verschweißt ist. So, ich kriege einen mega tollen Moment. Jetzt lassen wir das noch einwirken, gemütlich. Genieße ich jetzt dann noch von der schönen Salon. Und dann geht's weiter. So sieht das Ganze übrigens aus. Ein paar Tage später, schon daran gewöhnt, schon ein paar Mal gewaschen, schon ein paar Mal frisiert und kann erst das Feedback geben. Also am liebsten trage ich sie so mit Wellen. Zu der Farbe zuerst mal bin ich mega zufrieden. Ganz feine Highlights, also feine Strähnen. Und ja, es ist jetzt eigentlich nur noch meine Naturhaarfarbe mit ein paar Mesh drin und so möchte ich das jetzt auch beibehalten. Und zum Frisieren geht es mega gut, auch zum Zusammenbinden. Es hebt beim Waschen, beim Föhnen, man kann es gut über die Bürste ziehen. Ich kann es mit dem Lockenstab machen, mit dem Streckeisen, was auch immer. Mega unkompliziert. Und ich bin super glücklich damit. Ich persönlich kann es also total empfehlen, Invisible Tape-In-Technik. Das sind übrigens an einer Baustelle, darum der Lärm, sorry. Jetzt hört doch mal auf bohren, wenn ich an meine Haare klar bin. Ich zeige es euch sonst auch noch einmal schnell, also von einem Close-Up. Ihr seht, das ist einfach so wie ein Klebi,
Das heisst, es ist nicht verschweißt. Und auch wenn ich so über den Kopf fahre, ist es einfach flach. Also man merkt es wirklich fast nicht. Ich bin zufrieden, ich bin happy und genau. Die Haare sind ja von Bellamidas. Die Haare könnt ihr nicht direkt bestellen, die könnt ihr nur bei Partnersalons bekommen. Wie eben zum Beispiel im The Place in Zug. Habt ihr schon gesehen, ich bin fast jede Woche dort an meine Nägel machen, für Massage, für Farbe, für einfach alles. Also Bellamidas Haare, die wunderschönen, gibt es in allen Farben beim The Place in Zug.